Ich hatte euch ja vor Weihnachten bereits kurz die Waffenschmierstoffe der Firma Ostermeierjagd vorgestellt. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich unsere Vereinswaffe, die 226, mit dem Ostermeierjagd Waffenfett behandelt und unsere Vereins P220 mit dem Waffenschmieröl der Firma Ostermeierjagd. Das habe ich deswegen gemacht, damit wir einfach einen möglichst gleichen Vergleich anstellen können. Wir haben hier zwei Waffen, die von den Materialien her ziemlich gleich sind. Leichtmetallgriffstück, Stahlschlitten und so weiter. Beide Waffen wurden an den gleichen Stellen mit den jeweiligen Schmierstoffen behandelt. Das heißt, wir haben die Führungsrillen, wir haben im Bereich des Laufes etc. So wie ich das auch in dem Glock-Video bereits vorgestellt hatte, habe ich diese Waffen genauso behandelt, um einen möglichst gleichen Effekt zu erzielen. Kurz zu den technischen Daten. Wir haben hier das Waffenfett, das ist ein keramikbasierendes Fett ohne PTFE-Anteile. Es ist sehr hoch temperaturbeständig und zwar von minus 50 Grad bis plus 250 Grad. Aufgrund der Tatsache, dass es sich um ein keramisches Fett handelt, ist es natürlich auch sehr, sehr ergiebig mit sehr hohen Gleiteigenschaften. Wir haben hier das Waffenschmieröl. Dieses ist ebenfalls temperaturbeständig bis von minus 50 Grad bis plus 250 Grad und ebenfalls neutral gegenüber Kunststoffen und Brünierungen. Wir schauen uns jetzt beide Waffen einfach mal an und dann kommt mein subjektiver Eindruck von diesen Mitteln. Und wir fangen mit der 226er SIG an. So, wie gesagt, also bei dieser Waffe sind jetzt locker mal 400-500 Schuss durchgegangen, seitdem ich sie behandelt habe. Gefettet habe ich die Führungsrillen, ganz klar. Ich habe hier drin diesen Bereich, wo die Patronenkammer dran reibt, eingefettet. Und ich habe hier auch nochmal diese Stellen hier ein bisschen mit eingefettet, sowie die Hälfte vom Lauf. So, jetzt schauen wir uns das mal mit einer Zusatzbeleuchtung an. Vielleicht sehen wir dann ein bisschen mehr. Die Haftbarkeit von dem Fett ist absolut gegeben. Man sieht aber natürlich auch, dass Schmutz gebunden wurde. Diese Schmiermittel sind lösungsmittelfrei und sollen damit weniger Schmutz in sich aufnehmen oder binden, was ich jetzt nicht unbedingt zu beurteilen vermag. Ich sehe, es ist noch ordentlich Fett mit drin, also das heißt, die Schmiereigenschaften sind auf jeden Fall gegeben, genauso auch hier in diesem Bereich. Also man sieht es da noch glänzen, in den Rillen sowieso. So, hier im Bereich des Laufes sehe ich jetzt, der ist soweit eigentlich trocken gelaufen, sage ich mal. Ich will jetzt da sagen trocken, weil ich gehe davon aus, dass das Keramikfett hier schon eine Art Schutzschicht, Gleitschicht aufgetragen hat. Und das ist halt durch die Repetierbewegung des Schlittens hat sich das halt anscheinend verflüchtigt. So, und dann sehen wir jetzt mal hier im Bereich des Schlittens sehen wir also auch, des Griffes, Entschuldigung, sehen wir also auch hier, da ist immer noch gut Fett drauf. Wir sehen aber auch, dass hier hinten im Bereich der hinteren Führungsrillen, also hier und hier, ist es ein bisschen, es ist nicht wirklich viel an Fett zu sehen. Das kann aber unterschiedliche Gründe haben, dass einfach hinten ein bisschen mehr Spiel zum Beispiel ist oder wie auch immer. Jedenfalls tut nichts zur Sache, weil hier der Schlitten im kompletten Bereich mit Fett versehen ist. So, dann schauen wir uns mal die 220er an, die ja mit dem Waffenöl versehen wurde. So, dann schauen wir uns das ebenfalls mit der Zusatzlampe an. So, auch da können wir durchaus sehen, dass da noch Schmiermittel vorhanden ist von dem Öl. Ich kann gar nicht sagen, wie viel Schuss hier durchgegangen sind. Bei weitem nicht so viel wie mit der 226er, weil die einfach nicht so begehrt ist, aber sind ein paar durch. Aber wenn man hier mit dem Finger entlang geht, also man sieht schon, da ist auf jeden Fall noch Öl drauf. Wir sehen auch hier im Bereich des Dustcover, da ist auf jeden Fall noch Öl drin. Das ist also auch hier ein Schmierfilm nach wie vor noch vorhanden ist. Wir sehen auch hier am Lauf, muss ich sagen, das Öl haftet sehr schön. Da kann man sich wirklich nicht beklagen, dass also hier auch kein Abriss des Schmierfilms gegeben ist. Keinem der Fälle. So, jetzt schauen wir uns mal das Fett ein bisschen näher an. So, das ist eine braune Fettpaste, klar, Fett. Ist ziemlich geruchsneutral, wie halt Fett so ist. Also ich sag mal, ich kenne Fett, ich bin ja gelernter Kfz-Mechaniker, das heißt, das habe ich durchaus mit Fett gearbeitet, Fettspritzen und so weiter.
Es riecht nicht so stark wie jetzt ein, ich sag mal, ein Wälzlagerfett. Es ist sehr geruchneutral, wie gesagt, und damit eigentlich sehr, sehr angenehm. Durch die Beschaffenheit, auch von der Viskosität her, lässt es sich relativ gut verarbeiten und vor allem sparsam verarbeiten. Zum Auftragen sollte man hier aber vielleicht einen kleinen dünnen Pinsel verwenden oder ein Wattestäbchen oder Vergleichbares, um es eben in die entsprechenden Stellen einbringen zu können. Gerade so diese Führungsrillen hier, wo man mit dem Finger nicht unbedingt mit reinkommt. Für mich persönlich ist das halt immer ein bisschen zusätzlicher Aufwand, wenn ich da mit Wattestäbchen oder Pinsel rumeiern muss. Deswegen bin ich nicht unbedingt der Riesenfan von Fetten. Aber ich sag mal, das ist jedem am Ende des Tages selbst überlassen. So, wir haben dann hier, wie gesagt, das Waffenöl. Das wird geliefert in dieser Aluminiumflasche mit einer aufgeschraubten Pipette. Man sollte das Öl auf jeden Fall vor Gebrauch kurz durchschütteln, dass die Keramikbestandteile, die Festschmierstoffe da drin, dass die sich in dem Öl ausreichend verteilen. So. Und man sieht auch schon, es ist sehr, sehr dünnflüssig. Also ihr seht, was da rauströpfelt alleine schon. Und das ist, sage ich mal, so ein ganz kleiner Kritikpunkt von mir. Die Schmierung ist absolut top. Ich persönlich bin halt wirklich kein Freund von dieser Art der Pipette, weil einfach zu viel rausläuft. Und dadurch habe ich auch das Problem, wie man jetzt hier sieht, dass in die Gewinde der Flasche dieses Öl mit reinläuft und dann halt auch immer wieder hier runterläuft. Und das kann durchaus zu einer Verschwendung führen. Das ändert aber nichts daran, dass die Schmierwirkung von diesem Öl sehr gut ist. Inwiefern ist jetzt tatsächlich ein Vergleich mit anderen Herstellern gewinnt oder gleichzieht, das mag ich ganz ehrlich gesagt nicht beurteilen, da ich weder Chemiker, Biologe oder Physiker bin, der hier in irgendeiner Form die erforderlichen Gerätschaften hat, um so etwas tatsächlich zu testen. Das ist von der Firma Ostermayer Jagd das Waffenfett und das Premium Waffenschmieröl. Ich poste euch unten die Links zu diesen Produkten. Ich kann sie durchaus empfehlen, wie ich auch alle anderen Produkte, die ich immer wieder vorstelle, empfehlen kann. Würde ich es nicht empfehlen können, würde ich es in meinen Videos nicht vorstellen wollen.